Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu Guild Wars 2. Ja, tatsächlich hatte ich einfach mal Lust, Guild Wars 2 zu spielen. Ich habe mir das Spiel damals geholt, aber es noch nicht wirklich lange gespielt. Also mein höchster Charakter war auch erst 19 und deswegen dachte ich mir, schade drum. Das Spiel ist einfach zu gut, dass man es einfach so in der Ecke liegen lässt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir einfach ein Let's Play darüber. Als allererstes müssen wir uns das Volk wählen, was wir spielen wollen. Und zwar haben wir hierzu 5 Völker zur Auswahl. Einmal die Char. Das Volk der Char wurde im gnadenlosen Feuer des Krieges geschmiedet. Das ist alles, was sie wissen. Der Krieg macht sie aus und nur ihr Streben nach Herrschaft treibt sie an. Schwächlinge und Narren haben keinen Platz unter den Char. Nur der Sieg zählt und muss mit allen Mitteln und um jeden Preis errungen werden. Also ein sehr kriegerisches Volk. Dann haben wir die Menschen. Die Menschen haben ihre Heimat, ihre Sicherheit und ihren früheren Ruhm verloren. Selbst die Götter haben sie im Stich gelassen. Und doch ist der Geist der Menschheit ungebrochen. Diese tapferen Verteidiger Krytas kämpfen mit der gesamten Macht, die in ihnen steckt, weiter. Also die Menschen ist ein Volk, das nicht aufgibt. Die Norn. Dieses Volk von hünnenhaften Jägern musste einen schweren Schlag einstecken, als der Eisdrache es aus seiner Heimat in den Gletschern vertrieb. Dennoch lassen sie sich ihre Freude am Leben und der Jagd nicht durch eine verlorene Schlacht verderben. Wie schmerzhaft diese auch gewesen sein mag. Sie wissen nur, der letztendliche Sieg legendäre Belohnungen einstreichen wird. Dann haben wir die Asura. Diese alchemagischen Erfinder mögen von kleiner Statur sein. Aber sie sind intellektuelle Riesen. In der Welt der Asura überleben nicht die Starken, sondern die Schlauen. Andere Völker glauben, aufgrund ihrer Macht und Kraft herrschen zu müssen, aber das ist ein Irrtum, denn schon bald werden alle den Asura dienen. Aha, das sind quasi die Nerds in Guild Wars. Und dann haben wir Sylvari. Sylvari werden nicht geboren, sie erwachen unter dem blassen Baum, mit dem Wissen aus einem gemeinsamen Traum. Diese noblen Wesen sind Reisende, Abenteurer und Suchende. Sie werden Neugier, mit Pflichtbewusstsein, Eifer, mit Ritterlichkeit und Kriegslust, mit Ehre in Einklang zu bringen. Ach so, sie versuchen. Ich habe sie werden gelesen. Um die Zukunft dieses Volkes, das erst vor kurzem in dieser Welt erschien, ranken sich Magie und Mysterien. Auch sehr magisch, das sind wahrscheinlich die Ökos. Ich denke, ich werde aber einen Mensch spielen. Dann gehen wir hier mal weiter. Das Geschlecht wählen wir natürlich männlich. So, die Klasse. Einmal haben wir Elementärmagier, Krieger, Wächter, Ingenieur, Waldläufer, Nekromant, Dieb oder Mesmer. Was wähle ich denn? Also ich werde jetzt hier nicht mehr alles vorlesen, denn Guild Wars kennen die meisten ja. Und deswegen schauen wir uns nur mal kurz an, was ich denn nehme. Also Elementarmagier, Magier mag ich sowieso schon damals aus WoW-Zeiten immer. Dann haben wir hier den Wächter. Ist wahrscheinlich auch so einer, der auf jeden Fall... Wächter tragen schwere Rüstung, genau. Ingenieure ist natürlich auch nicht schlecht. Meister der Technik und Alchemie. Kann auch lustig sein. Der Waldläufer. Mit Bogen. Also ist sowas wahrscheinlich in der Art wie der Jäger. Ein Nekromant. Der böse Zauberer. Ein Dieb. Und der Mesmer. Mesmer sind Meister der Illusionen. Okay, also auch eine Art Magier. Was mich interessiert, wäre vielleicht auch der Ingenieur. Weil wäre ja auch mal interessant, was zu machen, was ich gar nicht kenne.
Ingenieure tragen mittlere Rüstungen. Okay, dann würde ich mal sagen, wir nehmen den Ingenieur. Gut, Körpermerkmale. So, wir machen, setzen den mal etwas. So, das hier wird wahrscheinlich so Durchschnittsgröße sein. Wir sind etwas über Durchschnitt. Körperbau. Naja, das sieht ein bisschen zu dünn aus. Okay, das sieht ganz okay aus. Wir können auch hier die Rüstung auch ausblenden, um das Ganze mal in groß zu sehen. Und dann auch mal im Dunkeln. So, Kopfoptionen. Obwohl, das gefällt mir eigentlich so schon ganz gut. Hier gibt es noch einen mit Bart. Der guckt zu grimmig. Naja, das ist ein bisschen zu kindlich. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Ja, okay. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Ja, ist auch ganz okay. Okay, dann nehmen wir das. So, die Frisur. Die Frisur hatte ich beim letzten Mal ja auch schon alle angeguckt und ich fand... yeah. Okay. Ich fand die hier eigentlich immer so am besten. Ich weiß nicht wieso, aber ich fand die ganz gut. Wir nehmen mal die Farbe Schwarz. Und das ist die Accessoire-Farbe. Okay, lassen wir das mal so. Ein Bart. Na, das sieht komisch aus. Ja, so ein 3-Tage-Bart ist ganz gut. So, Gesichtsdetails muss ich sagen, also das gefällt mir so jetzt gut, wie es ist. Da brauchen wir jetzt nicht noch stundenlang rumdoktern. Oder wir könnten mal Irisgröße, so ein bisschen größere Augenöffnung, ein klein bisschen größer, ein bisschen aufgeschlossener. Aber ansonsten ist das ganz gut. Obwohl, die Augenfarbe könnten wir ja mal vielleicht mal gucken, ob wir noch... Grellblau, das sieht ja auch interessant aus. Was haben wir? Herbstbraun. Ich habe Herbstbraun. Na, nehmen wir gelb. Grell. Blau, genau. So, den Rest lassen wir so, da brauchen wir jetzt nicht noch irgendwas rum. Ich glaube, die Rüstungsfarben können wir später noch ändern, aber ich stehe immer so... Ich mache das mal jetzt einfach mal so ein bisschen gemischt. Schade, dass wir kein Weiß haben. Ich weiß nicht, inwieweit wir später das noch ändern können. Was haben wir hier? Purpur. Ich trage Purpur. Antikgold. Ja, das ist auch nicht schlecht als Hose. Ja, mit seinem ganzen Rucksack, ne? Schippe hinten drauf. Die Schuhe. Nee, das sieht nicht aus, ne? Wenn die jetzt auch noch Kamel, tonfarben. Oder hier wie der Weihnachtsmann in Herbst oder lachsfarben. Ja, die nehmen wir so. Okay, dann weiter. Wir haben ja noch ein paar Sachen. So, Hintergrund wählen. Universelle Multi-Werkzeugtasche. Es hat einen Schraubenschlüssel, es hat einen Schraubenzieher, es hat einen Spaten. Es hat einen lateralen Verdrängungskörper. Egal, was ihr braucht. Dieses Werkzeugpaket hat ein Gadget für jede Lebenslage. Okay, das ist... Die universelle. Meiner Adleraugenbrille. Was ist das denn? Okay. Niemand sieht die Welt klarer als ein Adler hoch oben in den Lüften. Die Brille erlaubt es einem Träger genauso klar zu sehen. Okay. Das heißt, wir haben den Rucksack nicht. Mein panskopisches Monokel.
Die Details sind wichtig, ob ihr nun die Verdrahtung eines Sprengsatzes überprüft oder den Getriebeschaft eurer liebsten Geschütztürme austauscht. Okay, die lässt euch alles sehen, was ihr sehen müsst. Ist natürlich auch interessant. Panskomische Monokel. Die hat natürlich alles dabei, so ein bisschen universell dadurch. Ich glaube, die nehme ich. Ich kenne mich ja jetzt mit dem Ingenieur noch nicht aus. Dann ist das gut. So. Auch schwierige Situationen meistere ich mit Charisma, Würde oder Wildheit. Ja, ich bin mehr so der charismatische Typ. Ich bin auf der Straße aufgewachsen. Ach, traurig, aber wahr. Bei einfachen Leuten oder in adligen Kreisen. Komm, wir nehmen mal, ich bin auf der Straße aufgewachsen. So, ich bin immer arm gewesen, wuchs auf der Straße auf, lebte von der Hand in den Mund. Jeder Tag war eine Herausforderung, aber wie ich immer zu meinen alten Kumpan Quinn sagte, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ich habe hart für ein besseres Leben gearbeitet, aber ganz geschafft habe ich es immer noch nicht. Aber das wollen wir ja ändern, deswegen nehmen wir das. Zu den Dingen, die ich am meisten bereue, gehört, dass ich nie nach meinen wahren Eltern gesucht habe, nie Leichnam meiner Schwester gefunden habe, die Möglichkeit ausgeschlagen habe, im Zirkus aufzutreten. Genau, meine Schwester habe ich nie gefunden. Meine Eltern mochte ich doch eh nicht. So. Man sagt, Dweiner, Grend, Balthasar, Melundra, Cormir und Lisa oder Lyssa haben mich gesegnet. So, und dann bringt das natürlich einen Segen. Die Göttin der Heilung, der Luft und das Leben, oft wird jung, bla bla. Was haben wir denn hier? Gott der Dunkelheit, Eisen und des Todes. Ui. Schleier zwischen den Welten, für Finsternacht geborgen. Okay, in der Nacht fühle ich mich geborgen, das ist natürlich nicht schlecht. Balthasar, Gott des Krieges, Feuer, Herausforderung, Kampfstrategie und Waffen verstehen, okay. Verbindung zu Tieren, das brauchen wir nicht. Schutzherren, naja, anmutigsten, ja, Wasser, Schönheit, Illusion. Mutiger zu werden, die Wahrheit. Nein, wir... Wie dünn der Schleier zwischen den Welten ist, genau. Wir sind ja auf der Straße aufgewachsen und die Dunkelheit. Das machen wir. Wir nehmen den Grend. So, Charaktername. Da nehmen wir natürlich Nodesh Pro. Und ich denke mal, dann kann es losgehen. Viel Spaß bei Guild Wars. Einst herrschten die Menschen über Tyria. Jetzt können wir kaum die Stellung halten. Man hat uns gezwungen, zurückgeworfen und erniedrigt. Aber wir geben nicht auf. So viele Nationen sind gefallen. Nur Kryta bleibt standhaft. Wir sind stark im Glauben, obwohl die Sechs schweigen. Wir werden tapfer Widerstand leisten in Götterfels. Die Stadt ist mein Zuhause. Ich bin auf der Straße aufgewachsen. Ich habe zwar Freunde, aber ich hatte es nie leicht. Diese Stadt hat alles versucht, um mich unterzukriegen, aber ich habe es ihr gezeigt. Ich lebe nicht länger von der Hand in den Mund, denn hier herrscht Krieg und ich werde mich zur Wehr setzen. Heute habe ich Götterfels verlassen, in der Hoffnung auf mehr Glück außerhalb der Stadt. Das Dumme ist, als ich Shemor erreichte, wurde das Dorf von Zentauren belagert. Unschuldige Dorfbewohner sind in Gefahr. Sie brauchen Hilfe.
Ich kann auf mich selbst aufpassen, aber das genügt nicht. Jemand muss denen helfen, die es nicht können. Das ist meine Geschichte. Die Verteidigung von Shaymor. Wir müssen den armen Dorfbewohnern helfen. Aber wer hilft mir? Das ist die Frage. So. Okay. Aha. Ich wollte gerade sagen, wo sind denn die Symbole geblieben? Okay, was ich noch nicht gemacht habe, aber das können wir ja mal zusammen machen. Fällt mir gerade auf. Die Grafikoption. So, wir haben das noch nicht geändert. Das lasse ich jetzt mal auf Standard oder geht das? Okay, wenn meine Aufnahme abbrechen sollte, wenn ich jetzt irgendwas ändere, dann kann ich sie ja nochmal starten und das zusammenflicken. Das ist ja nicht... So, wir machen jetzt hier auf beste Qualität. Wir haben hier hoch, nativ, alle super, bla bla, okay. Und machen hier mal auf 60 Hertz. Ich schau gerade mal, ja. Meine Aufnahme läuft weiter. Das sieht gut aus. Ich glaube, so in der gleichen Auflösung wie der Bildschirm rennt, anscheinend meine Leistung. Warte, jetzt stelle ich hier alles um. So, ich glaube, das müsste es gewesen sein, oder? Habe ich jetzt alles Mögliche getan, um die Grafik in besserer Qualität darzustellen? Interface-Größe ist ganz okay, ne? Da gucke ich dann später nach. Aber... Bitte, ich brauche eure Hilfe. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob das auch alles läuft. Normalerweise dürfte das auch kein Thema sein mit der Grafikkarte, ne? Bitte, ich brauche eure Hilfe. Okay, du brauchst Hilfe. So, wir gucken uns mal ganz schnell um. Explosionsschutz. Schuss. Feuer deinen Schuss ab, bei dem der beim getroffenen Ziel Blutung verursacht. Okay, das haben wir. Und Elixier. Trinkt Elixier, heilt euch selbst und so weiter. Werft Elixier H und gewährt Verbündeten in der Nähe entweder Schutz, Regeneration oder Elan. Okay, gut. Okay, mehr geht nicht, oder? Alle rüber zum Gasthaus. Wir beschützen euch im Gasthaus. Ah, gut. Es gibt doch jemanden, der mich beschützt. So, jetzt müssen wir zum Gasthaus. Unten rechts auf der Karte sehe ich, wo ich hin muss. Alles gut? Wo sind denn die Gegner? Ha, ich will kämpfen. Ach, da unten. Macht euch auf was gefasst. So, hier ist das Gasthaus, aber wir erledigen erstmal einen, oder? Das war ja einfach. Ja, nicht schlecht. Okay, was zum Einsammeln gibt es hier noch nicht anscheinend. Dann gehen wir jetzt mal zum Gasthaus. Verstärkungen sind unterwegs. Schickt das 25. rüber, um die Zentauren so lange in Schach zu halten. Okay, Feldwebel Walters. Hallo. Habt ihr etwas zu melden? Feldwebel, noch mehr Zentauren auf der anderen Seite des Dorfes. Hauptmann Thackeray fordert Verstärkung bei der Festung an. Wenn er Hilfe anfordert, muss es ernst sein. Aber ich kann niemanden entbehren. Ich gehe hin. Hauptmann Thackeray war immer für Götterfels da. Ich werde ihm helfen, wo ich kann. Balthasar segne euch. Mit dieser Einstellung siegen wir. Viel Glück! Klar, kein Problem. Sei stark, mein Sohn. Es wird ihm schon gut gehen. Ja, die scheinen ja, obwohl draußen der Krieg herrscht, ganz gelassen zu sein. Selbst die Kinder laufen hier frei rum. Aha, also im Gasthaus sind überall die Geretteten.
Seraphin-Soldat. Gut, was müssen wir machen? Beschützt der Einwohner. Achso, wir müssen zur Festung. Schon vergessen. Jetzt trage ich hier die ganze Zeit den schweren Rucksack mit mir rum. Sehr gut. Oh, hier unten sehe ich jetzt auch. Giftfallsalve freigeschaltet. Umso mehr wir kämpfen und hier Zauber einsetzen, dann umso mehr wird dann der nächste Zauber freigeschaltet. Ganz schön am Gewittern. So, ich bin hier. Helf bei der Verteidigung, okay? Dann laufen wir mal durch. Die Zentauren sind in der Festung. Alle zu Hauptmann Zachary. Okay. An die Verteidigung! Alles klar, das Tor müssen wir verteidigen. Die kommen. Lasst mich mal nach vorne. Ich erledige das hier. Obwohl, ja, ich gehe doch mal ein bisschen zurück. So, das. Oh, Giftsalve. Haha, das klappt ja wunderbar. Klar haben wir die Oberhand. So, bei dem nächsten gibt es wieder die Giftsalbe. So, und jetzt kann ich hier... Zack, hier, bitte. Habe ich die jetzt regeneriert? Ah, es kommen immer mehr. Wir müssen standhalten. Oh, wir haben statischer Schuss, gibt einen Blitzschutz ab, der nacheinander mehrere Gegner trifft. Sehr gut. Probieren wir das mal aus, obwohl nur einer da ist. Aber, boah, der macht gut Schaden. So, ich trau mich mal raus. Ah. Toll. Zu weit weg. Na komm schon, nimm das. Wow. Könntet mich besiegen? Haha. Er haut ab. Oh oh. Wenn das schon die Hände sind... Na dann, bleibt hoffentlich das, was da drunter ist, auch draußen. Oder eher gesagt, drinnen. Boah. Okay, die Hände bleiben. Elementarhand. Ja, ein Monster, das nur aus Händen besteht. Außer Reichweite, okay. Oh Mann. Ja, ja, mein Kopf unterhalten. Mach ich, mach ich. Achso, jetzt habe ich mich selbst geheilt. Das war gerade die falsche Taste. Oh. Böses Elementar. Oh, da ist jemand gestorben. Wir können sie heilen. Hoffentlich überleben wir das selber. Boah. So, die erste Hand haben wir. Ich muss mich mal heilen. So. Komm schon. Das war's. Es lebt noch. Seht euch vor. Ich glaube, es explodiert. Wow. Königental.
Wo bin ich? Was ist passiert? Ihr wurdet verwundet, als der Elementar explodierte. Hauptmann Thackeray hat euch persönlich hergebracht. Ihr wart 3 Tage ohne Bewusstsein. Ihr hattet viele Besucher. Bürger, die ihr gerettet habt. Einige Seraphen und einen zwielichtigen Kerl, der jeden Tag kam, aber seinen Namen nicht sagen wollte. Das klingt nach meinem Freund Quinn. Ihr solltet eure Vorräte überprüfen. Ich werde ihn fragen, was er wollte, sobald es mir besser geht. Was sollte ich jetzt tun? Frische Luft und Bewegung sind die beste Medizin. Die Göttin Duena hat euch geholfen. Vielleicht könntet ihr anderen helfen. Das werde ich. Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Mögen die Götter euch segnen. Im Tal ist vieles zu tun. Duena schütze euch. Erste Mission geschafft. Sehr gut. Und wir können eine Belohnung wählen. Natürlich ist es sinnvoll, glaube ich, erstmal die Pistole zu verbessern. Waffenstärke 137 bis 160 und wir bekommen noch einen Lederbeutel mit 4 Plätzen. Sehr gut. Ihr müsst nur einen Teil der Erfolge abschließen, die zur Komplettierung der täglichen und monatlichen Kategorie aufgelistet sind. Die Anzahl der benötigten abgeschlossenen Erfolge wird hier angezeigt. Okay. Sehr gut. Wo haben wir denn? Wir schauen jetzt mal hier oben rein. Hier haben wir einmal die Kontaktliste. Hier haben wir unseren Held. Dann können wir ja mal direkt mal die Schusswaffen tauschen. Hier sehen wir auch die Tasche. Achso, nee, das ist unsere universelle Multiwerkzeugtasche. Wasseratmer. Und Speerschleuder. Ah, okay, das ist dann für Unterwasser. Hier haben wir Fertigkeiten und Eigenschaften. Unsere Geldbörse. Eine Lorbeere, okay. Meine Geschichte. Handwerk geht noch nicht. Erfolge. Und Todesstöße. Was ist das? Einfacher Todesstoß, freigeschaltet, gibt einem angeschlagenen Gegner den Rest. Euer Todesstoß wird vom Geist des Kaninchen gestärkt. Kaninchen. Okay. Gut, und hier haben wir unser Inventar. Also, dann können wir jetzt hier die Ledertasche reinpacken. Somit haben wir noch mehr Platz. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank, das war die erste Folge Guild Wars. Schreibt mal drunter, ob es euch gefallen hat, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich werde natürlich jetzt noch ein paar Aufnahmen direkt im Nachhinein machen, damit man das auch ein bisschen besser einschätzen kann, wie dieses Let's Play wird. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Part. Euer No-Dash-Pro. Ciao, Leute.